So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zum allerersten Teil von Jack and Dexter. Ja, ich habe mir gedacht, nach Ratchet & Clank, was ja auch noch im Moment am Laufen ist bei mir, werden wir auch mit Jack and Dexter starten, was ja damals zumindest so ein bisschen in Kooperation gelaufen ist mit Insomniac Games, also Naughty Dog und Insomniac Games. Ja, Leute, es handelt sich auch um ein Platformer-Game, das heißt ein Jump-and-Run-Game, welches ähnlich ist wie Ratchet & Clank, allerdings weniger, ja, action-orientiert. Zumindest noch der erste Teil, der zweite Teil ging schon wieder in eine andere Richtung. Und zwar, ja, wie kann man das am besten sagen? Teil 1 ist noch ziemlich kinderfreundlich gewesen von Jack und Dexter, das ist dieser Teil hier. Und ab Jack 2 wurde es dann tatsächlich ein bisschen erwachsener. Das heißt, es gab Waffen, es gab viel mehr Action. Das Spiel war um einiges schwieriger, also wirklich um einiges schwieriger. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Und ja, der erste Teil ist da eigentlich noch relativ einfach auf 100% durchzuspielen. Das werden wir auch auf jeden Fall mit diesen Projekten machen. Das heißt, wir werden ähnlich wie die Ratchet & Clank Teile die Jack und Dexter Reihe auf 100% durchspielen. Das macht auch Sinn, zumindest im ersten Teil, weil wir dadurch eine geheime Endsequenz freischalten, womit wir quasi die Einleitung zu Teil 2 bekommen. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, Leute, wir spielen den nativen PC-Port von OpenGL. Ich habe ja vor kurzem auch von Jack 2 einen Beta-Test hochgeladen, wo ich das Ganze so ein bisschen eine halbe Stunde ungefähr getestet habe, wie das Ganze läuft. Denn zumindest Teil 2 ist noch eine Beta-Phase. Das heißt, es kann noch Bugs und Glitches geben, aber es ist eigentlich zum Großteil spielbar und auch durchspielbar. Teil 1 ist soweit eigentlich, so wie ich es jetzt in Erfahrung habe, komplett fertig. Und es ist auch möglich, das ganze Spiel komplett gemoddet zu spielen. Das heißt, es gibt benutzerdefinierte Sachen, wie zum Beispiel neue Texturenpakete und so, oder neue Maps sogar teilweise, die wir uns auch auf jeden Fall noch anschauen werden, aber erst, ich denke mal, wenn wir die Projekte durch haben. Ja, ich habe mir hier auch mal testweise ein HD-Texturenpaket installiert, damit das ganze Spiel ein bisschen hübscher aussieht. Und, ja, mal schauen, Leute. Wir werden, wie gesagt, starten mit dem Ding. Wir werden auch mit diesem Projekt in die Franchise komplett einsteigen. Das heißt, wir werden nicht nur Teil 1 und 2 machen, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwann auch Teil 3 rauskommen wird noch für PC. Und vielleicht sogar Jack X. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die Modder vielleicht sogar irgendwie schaffen, auch Dexter rauszubringen. Was ja eigentlich ursprünglich nur ein PSP-Spiel gewesen ist. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil Dexter ist auch noch, auch wenn es ein Spin-Off gewesen ist, eigentlich plotmäßig ein wichtiges Spiel gewesen, weil es ja so den Übergang von Teil 1 zu Teil 2 erzählt. Aber, wie gesagt, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So Leute, ich würde sagen, wir werden mit dem Ding starten. Wir können ja mal ganz kurz in die Grafikoption gehen. Ihr seht ihr schon selber, dass das Ganze, ja, PC gedingensbumst wurde. Hier haben wir noch die PS2-Einstellung, können wir ein paar Sachen aus der PS2 noch aktivieren, beziehungsweise aus der damaligen Version. Aber ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt einfach mal mit dem Projekt starten und nach fast 5 Minuten, 4 Minuten, schauen, was uns erwarten wird. Viel Spaß. Ja, ich möchte gerne überschreiben, danke. Mein Leben lang habe ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Echo bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt.
Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Ekos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey, Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Sucht weiter nach Artefakten und nach Eko. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Blöder Precursor-Schrott. Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Hättest du auf mich gehört, dann... Was? Okay. Alles klar. Mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still. Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte. Der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Echo. Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem, ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Echo lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr. Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie sie nicht hergeben wollen. Mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeysir ein wenig üben. Da gibt sich noch mehr von diesem dunklen Eko-Zeugs, oder?
Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. Oh ja. Und da wären wir schon. Ist ein Kommunikator. Damit können mein Vater und ich euch jederzeit bei eurer Suche Ratschläge geben. Krass. Ja Leute, ich muss sagen, ich habe das Texturenpaket noch gar nicht mal getestet. Ich muss sagen, eigentlich sieht das echt cool aus. Ist zwar jetzt kein Meilenstein, aber ist halt nix. Tja, und damit wären wir schon im, was sagt man, Tutorial-Gebiet? Gibt's aber auch auf jeden Fall einiges einzusammeln und zu machen. Und zwar diese lustigen, schwebenden Dinger. Diese schwebenden, eiförmigen Dinger sind Precursor-Orbs. Wenn ihr genug davon sammelt, geben euch ein paar der Dorfbewohner eine Energiezelle dafür. Ich glaube, in Last of Us 2 konnte man sogar so ein Ding finden. So als kleines Easter Egg an Jack und Dexter. Ich meine, in meinem letzten Last of Us 2 Part, den ich hochgeladen hatte, war das sogar der Fall. Müssen wir mal nachschauen. Ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Ich habe ja irgendwann das Projekt irgendwann abgebrochen, weil vielleicht irgendwann auch der PC-Port kommen wird dazu. Und ich das dann fortführen möchte. Zumindest beim ersten Teil ist es ja schon so gewesen. Das ist eine Energiezelle. Das wichtigste Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agrab-Zoomer aktivieren kann. Macht Sinn. Oh Gott. Schalte das System oder das Spiel nicht aus. Es wird gespeichert. Okay. Hey, ihr habt eine meiner Spähfliegen gefunden. Ich habe 7 davon in jedes Gebiet entsandt, um nach Energiezellen zu suchen. Aber die Lurker müssen sie alle gefangen haben. Tragisch. Nummer 2. Wow, diese letzte Spähfliege hatte eine Energiezelle. Ich wette, wenn ihr alle 7 in einem Gebiet findet, bekommt ihr bestimmt noch mehr Energiezellen. So, wir müssen auf jeden Fall noch 2 Stück sammeln, aber ich glaube, die kriegen wir dann im Nachhinein. Das hier ist blaues Echo. Es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kisten aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du in ihre Nähe kommst. Wisst ihr Bescheid? Oh Leute, ich habe schon eigentlich gar keinen Bock auf Teil 2, weil das so ein schwieriges Game wird auf jeden Fall. Das wird richtig heftig. Aber ist ja auch irgendwo lustig, ne? Schau, wie sich mit jedem aufgehobenen blauen Ekohaufen die Zeit verlängert, in der du es benutzen kannst. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. Erotisch. Das ist eine blaue Eco-Öffnung. Hier ist das blaue Eco viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Deshalb bekommst du hier eine volle Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst. Nummer 3. Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauchen. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf, dann wird deine Gesundheit verbessert. Süß. Ach Leute, diese alten Games. Einfach Beste.
gleich nochmal springst, kannst du auf einen höher gelegenen Vorsprung gelangen. Ich glaube, das macht irgendwo Sinn, aber na gut. So, irgendwo gab es noch ein paar Precursor-Orbs. Orbs. Ich meine... Hier. Genau. ...50 von 50. Damit hätten wir, glaube ich, alles hier eingesammelt jetzt. So, ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene, also... Gut gemacht, Jungs. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Abenteuern, die noch vor euch liegen. Ist gar kein Problem. Wir sind gewappnet, was, Jack? Wir würden ja gerne noch bleiben und quatschen, grüner Häuptling, aber es juckt uns schon, auf Abenteuer zu gehen. Schön, schön. Dann stürzt euch ins Abenteuer. Und wenn ihr schon beim Abenteuern seid, macht euch doch ein wenig nützlich. Meine verflixten grünen Eco-Sammler sind schon wieder verstopft. Geht ans andere Ende des Strandes und reinigt sie, ja? Folgt den Lampen, sie führen euch geradewegs dorthin. Und jetzt, alle raus hier! Okay. Cutscene. Hey, Baby. Wollen wir nicht zusammen ein paar Runden auf diesem Agraph-Zoomer drehen? Regel Nummer 1. Ich verabrede mich nicht mit Tieren. Ach, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Hör zu, wenn ihr Beschäftigung braucht. Mein Vater hat von einem alten Precursor-System tief unter der Erde erzählt. Am Ende von einigen Rohren sind Öffnungen, aus denen das Eco herausströmt. Andere sind verriegelt, sodass das Eco eingeschlossen ist. Es muss möglich sein, die verriegelten Öffnungen aufzumachen. Ich habe herausgefunden, dass ein Teil der Rohre unter dem verbotenen Tempel liegt. Sucht dort mal nach einem Schalter. Klingt... machbar. Sanddorf. Na, jetzt haben wir hier auch wieder viel einzusammeln, aber ich glaube, das meiste können wir noch gar nicht machen, weil uns noch die Sachen fehlen. Zum Beispiel müssen wir genug Precursor aufsammeln, um überhaupt alle Energiezellen zu kriegen hier. Da ist schon mal eine Spähfliege. Sieht ganz so aus, als befinden sich die Spähfliegen immer in roten Kisten. Zwei. Ich glaube, in manchen Räumen, Häusern, was auch immer, waren auch noch so Kisten drin. Haariger kleiner Kumpel. Oh, ich dachte, du wärst meine Muse. Deine was? Hast du noch nie eine Muse gesehen? Das ist ein kleines, leuchtendes Eichhörnchen, so groß wie du, sehr mutig und immer gut drauf. Oh, jetzt kapier ich. Wie ein Kumpelchen, hä? Also es ist so. Ohne meine Muse kann ich nicht bildhauern. Aber wenn sie da ist... sehe ich nur Schönheit. In allen Dingen, wisst ihr? Im Moment könnte ich mich nicht mal aus einer Kiste rausmeißeln. Ich glaube, sie ist zur Nebelinsel gelaufen. Ich hoffe bloß, ihr geht's gut. Eine Energiezelle, wenn ihr sie zurückbringt. Moment mal! Wir werden auf keinen Fall zurück zur Nebelinsel gehen! Oder doch?
Oder doch. Hätte ich doch bloß eine Inspiration. Oh, da haben wir schon eine B-Frucht. Drei. Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr zwei auch ein Problem habt. Erst werden in der Nähe des Dorfes Monster gesichtet und jetzt das. Seht ihr die Windmühlenflügel? Da oben, Jungs, ja? Die stehen still. Das bedeutet, im Dorf gibt's keinen Strom. Der Ekostrahl aus dem Dschungeltempel ist unterbrochen worden. Jungs, und niemand traut sich nachzusehen, was passiert ist. Ist die Rechnung bezahlt? Ja, du bist ja witzig. Würdet ihr zwei den Ekostrahl reparieren? Für eine Energiezelle? Oh, noch etwas. Ihr zwei wollt nicht zufällig eine Kleinigkeit für die Kampagne zu meiner Wiederwahl spenden? Das wäre mir glatt noch eine Energiezelle wert. Das Minimum für eine Spende beträgt, ja, bescheidene 90 Percursor Orbs. Können wir direkt eigentlich zum nächsten gehen? Hier scheint aber, glaube ich, nichts zu sein. Oh, hallo, mein lieber Junge. Du kommst mir jetzt aber gerade ein wenig ungelegen, weißt du. Ich wollte schon gestern zu meiner Reise aufbrechen, aber ich habe scheinbar zu wenig Precursor-Orbs. Na, ich hätte schwören können, dass ich 90 Stück hatte. Aber ich vermute, dein junger Freund, dieser lästige, furchtbar hässliche kleine Kerl hier, hat mir aus Jux gerade ein paar entwendet. Nun denn, würdest du deinem lieben alten Onkel freundlicherweise 90 Precursor-Orbs leihen, damit er aufbrechen kann? Ich biete dir eine Energiezelle dafür. Warum auch immer er jetzt gesprungen ist. Es gibt so viel. Genau. Vielleicht sollten wir mal den Fischer ausfindig machen. Soviel ich weiß, soll er am unteren Fluss im Dschungel fischen. Na, im Moment kommen wir noch nicht zur Nebelinsel hin. Okay, hier ist gar nichts. Cool. Oh Gott. Ach herrje, so ein furchtbar krankes Vögelchen. Siehst auch nicht gerade gesund aus, Lady. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst ein orange gefleckter Bauchringfring. Wisst ihr, gestern haben ein paar schrecklich böse Wesen hier am Strand eine Flatt-Flatt-Mutter gefangen. Jetzt liegt dieses arme kleine Waisenei im Nest oben auf der Klippe und ich komme nicht ran. Könnt ihr doch draufklettern und es runterschubsen? Ich habe unten etwas Heu hingelegt, um es aufzufangen. Tut einer alten Frau einen Gefallen und ihr bekommt eine Energiezelle dafür. Seltsames Ding! Ich wette, wir kriegen das auf, wenn du dich mit diesem blubbernden blauen Eco-Zeugs auflädst. Ja, das kann schon sein. Oh.
Ernte einbringen, bevor die Dschungelkäfer sie holen. Oh, muss die Jacke ausmelken, muss die Jacke ausmelken. Oh, ihr seid's. Ich ruhe mich nur ein bisschen aus. Hab den ganzen Tag versucht, diese streitlustigen Kühe zurück in den Pferd zu kriegen. Ein paar seltsame Typen wollten sie schon stehlen. Könntet ihr wohl einem alten Mann helfen und sie in den Pferd bringen? Ich glaube, das kann man machen und muss man auch machen. Dann kriegen wir nämlich wieder eine Energiezelle dafür. Juhu. Ihr habt keine 20 Energiezellen, um meinen Hitzeschild zu aktivieren. Kann man nichts machen. Wie kommen wir denn da hoch am besten? Dschungel. Wir haben genug Orbs für eine Energiezelle zusammengeschnorrt. Komm, wir gehen zurück und tauschen sie endlich ein. Diese irre Skulptur auf den Felsen da drüben an. Ah, ja, klar. Vielleicht kommen wir beide direkt. Mein Gott. Na komm, wir machen jetzt einen, sonst macht das keinen Sinn. Alter. Dieser faule Farmer schuldet uns eine Energiezelle. Mit dem werden wir jetzt mal reden. Muss die Ernte einbringen. Gut gemacht, mein Junge. Die verlausten Viecher sind jetzt im Pferd. Nun kann ich beruhigt schlafen. Hier ist eine Energiezelle für deine Mühe. So.
So, meine Freunde, ich würde sagen, wir werden jetzt aber auch erstmal einen kleinen Cut an der Stelle machen. Weil wir eine halbe Stunde rum haben jetzt, genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Part. Haut rein.